der SV Meppen so als letzter Gradmesser vor der Rückkehr nach Hamburg? Was wollt ihr da nochmal sehen? Ja, die Dinge, die wir uns jetzt hier so auch erarbeitet haben, wie wir spielen wollen, was für verschiedene Ansätze wir auch gegen verschiedene Formationen und Aufstellungen dann auch spielen wollen, die Bewegungen in unseren Zonen, was wir vorgeben, was halt wichtig ist, gerade im eigenen Ballbesitz. Und das wollen wir sehen. Das war gegen Werder Bremen schon ganz ordentlich. Wir haben auch intern relativ viel gespielt. Zwei Spiele auch dann im 11 gegen 11 dann auch nochmal ein bisschen über einen längeren Zeitraum gemacht, wo das schon sehr ordentlich aussah. Ja, und jetzt geht es halt auch so langsam ins Feintuning, ne? Also eine Mannschaft muss sich herauskristallisieren. Wir haben jetzt am Sonntag so den letzten Härtetest vor Elversberg, vom Pokal. Und da ist das Spiel heute natürlich gegen Meppen auch sehr wichtig für jeden Einzelnen. Kam bei dir auch eben schon so ein bisschen durch. Gutes Trainingslager. Noch ist da noch was hinzuzufügen? So zum Fazit? Also erstmal glaube ich, dass man dem Hotel hier im Aselager wirklich ein Kompliment machen muss, weil die Leute unglaublich nett und bemüht waren und das auch wirklich umgesetzt haben. Uns fehlt hier an nichts und